Waren so kack viel Damage, die Scheißviecher. Jetzt ist er in meinem Gebäude drin, willst du mich verarschen? Tschüss. Da schreit er, aber es ist zu spät für ihn. Reißt er mir hier ein Loch rein? Wahnsinn. So, ja, das könnten wir ja dann mal ein bisschen mit, so nebenbei zumindest, mal ein bisschen mit Kobbel machen. Das fließt hier runter. Aha. Ob ich das so geil finde, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich das so geil finde. Kommt jetzt gleich auch noch eine Spinne angeschissen, ich sehe sie schon. Ich muss jetzt hier erstmal ausbessern. Problem ist, ich habe den Küker relativ früh gehört, ich konnte nur nicht mehr weg. Das ist immer die Gefahr, wenn wir hier nachts am Bauen sind. Dass uns da irgend so ein Drecksviech was zerschießt. Ach, die Tür hat er ja auch zerstört. Fällt mir jetzt erst auf. Klasse. Mühsam hingebaut. Und die Fackeln hat er weggerissen. Jetzt ist da auch noch eine Hexe, ey. Was ist denn hier los? Ich habe doch auf leicht gestellt extra. Weil wir hier viel bauen und das sich nicht lohnt, wenn wir jetzt so schlachten müssen, aber da geht ja voll die Party ab. Gute Nacht. Das ist ja schon mal was. Unter meinem Haus soll angeblich eine Hülle sein, nach dem Geräusch zu urteilen. Und hier scharwenzelt irgendwo eine Spinne rum. Ja, es war so klar. Direkt vor der Tür, Alter, habe ich mich jetzt erschrocken, hey. Okay, ja, also das ist dann doch ein bisschen zu krass. Wenn es hier kommt, wenn es so krass auf Stein ist, nee, das müssen wir irgendwie kontrastmäßig noch ein bisschen verändern. Ich kann auch nicht genau sagen, wie. Tatsächlich mit denen, aber das würde vielleicht ein bisschen teuer werden dann auf Dauer. Wäre aber eine Idee, ja. Ich gucke mal, ob das so viel teurer wäre, ob das billiger wäre, wenn wir jetzt... ich nehme das Zeug hier noch mit. Wenn wir diese Doppelsteine draus machen. Die gibt es ja auch noch. Ach nee, die kann man ja gar nicht daraus machen, die macht man ja aus denen hier. Also ändert sich da eigentlich wenig. Wir kriegen hier 6 aus 3 und hier kriegen wir 4 aus 4. Aber das wären die Steine, die sich eigentlich lohnen würden. Nur Cleanstone habe ich keinen mehr. Aber ich habe noch Kobbel und deswegen könnte ich mir Cleanstone brennen. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt sofort... mit Karacho voraus anfangen und hier das ist sofort fertig machen unbedingt, aber dann wüssten wir jetzt schon mal wo wir hin müssen mit unserem Geld. So, 37 Glas, wow. Nee, weil das Gebäude an sich möchte ich schon aus Stein lassen, aber ihr seht selber, wenn ich das jetzt nur aus Kobbel mache,
sieht es ein bisschen sehr einseitig aus. Ich hätte es ja gerne nur aus Kobbel gemacht, aber das ist zu krass. Also das ist wirklich zu krass. Da müssen wir ein bisschen was dran machen. Aber das ist jetzt ja kein großer Akt in dem Sinne. Oh, da komme ich jetzt gar nicht hoch. Hab's. Okay. Das heißt, wir würden diese Reihe hier auf jeden Fall vorne und hinten rausreißen. Und da dann diese Zusatzsteine reinmachen. Ist das hier eigentlich eine Lücke? Hat er die mit weggesprengt? Oder habe ich die nicht bebaut? Komme ich nicht ran. Egal, ist ja nur ein Koppel. Ja, genau. Und dann vielleicht hier auch die Säulen nach unten nochmal. Müssen wir mal schauen. Das von hinten vielleicht auch. Das müssen wir dann aber von innen machen. Aber da habe ich ja sowieso noch nichts hingesetzt. Das geht dann. Müssen wir jetzt nur ein paar Minuten warten, bis wir die Steine kriegen. Und derzeit könnten wir unsere heiße Quelle ja mal austesten. Ist das zwar noch nicht ganz fertig, weil hier noch... Oh, man kann ja gar nicht stehen, sehe ich gerade. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Möchte ich mal kurz anmerken. Dann werde ich hier mal ein bisschen nachbessern müssen. Das Problem ist, dass es bei diesen Slabs dann aber Hohlräume ergibt. Die ich eigentlich nicht möchte. Aber gut, die fallen dann auch nicht weiter auf eigentlich, ne? Nee, weil dann würde ich das so machen, damit man hier drin stehen kann. Wenn dann dieser Berg noch weg wäre, hätte man hier sogar noch eine gute Aussicht. Mhm. Große Pläne hat er. So. Dann gucken wir mal nach den Steinen und gucken wir mal, wie das aussehen würde. Und dann könnte ich mir noch überlegen, ich könnte mir jetzt mal noch schnell ein paar Steinmauern machen. Wir da noch irgendwie so Stützstreben aus Stein noch hinmachen, dass es einfach nochmal so ein kompletteres Bild ergibt. Da müssen wir mal schauen. Panikstein. Okay, das reicht auf jeden Fall. Hoppala. 17. Wie kriegen wir denn dafür jetzt? Zack, 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 zack. 16. Ja, das ist ein bisschen knapp vielleicht. Also wir probieren es jetzt einfach mal aus. Lass mal schauen, wie es ausschaut. Wenn es jetzt kacke ausschaut, dann... Ich wollte jetzt einfach bei dem Badehaus auch keine exotischen Sachen verwenden. Wir hätten das jetzt aus Nederziegeln und Quarz auch bauen können, aber... vom Aufwand mal abgesehen, wäre das irgendwie unpassend gewesen. Dafür, dass es hier so ein kleines... Ja, so ein kleines Dörfchen ist, so ein kleines Städtchen. Dann wird hier mit ultra seltenen und wertvollen Sachen gebaut. Das macht irgendwie wenig Sinn. So, das ist jetzt an sich schon mal nicht schlecht. Dann würde ich das hier tatsächlich am Rand auch machen, ja. An den Seiten jetzt oben nicht. Aber jetzt hier am Rand mal, um hier einfach auch so eine einfassende Optik zu haben. Und ich glaube, das ist genau das Richtige. Um das hier noch ein bisschen aufzuwerten. Fehlt uns jetzt einer. Den holen wir dann einfach... So, genau, dann haben wir hier so eine einrahmende Optik. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das können wir hinten dann auch noch machen. Von der Seite sieht es immer noch ein bisschen komisch aus. Liegt aber auch daran, das haben wir ja auch bei den anderen Häusern, dass es halt auf der Seite ein bisschen kurz geraten ist und wir hier keinen Kontrast in der Mitte setzen können. Das haben wir hier ja genauso. Das ist hier einfach nur ein Ticken breiter, dass das hier ein bisschen komisch ausschaut. Aber wenn die Steine dann drin sitzen, glaube ich, schaut das auch ganz okay aus. So, dieser Look, auch wenn der jetzt nicht überragend ist, das schaut irgendwie aus wie so ein, ja, als hätte man einem Kind einen Topfschnitt verpasst. Aber das ist tatsächlich jetzt von mir mal gewollt, weil das hier auch anders aussehen soll. Das soll hier so ein, ja, mal eine andere Optik reinbringen und so schlimm ist es ja dann nun auch nicht. Ich finde es eigentlich ganz schick. Ist halt mal was anderes. So, holen wir uns noch ein paar Steinchen. In der Aufnahmesession haben wir bis jetzt schon mal ganz gut was geschafft. Wir sind jetzt in der 8. oder 9. Folge, je nach Schnitt. Ich denke, ich mache die 2 Stunden jetzt heute auch noch voll, weil ich habe so lange gepennt heute mal wieder. So die letzte Woche vor der Uni, da pennt man gern lang. Habe ich zwar sonst auch immer gemacht, in den letzten Wochen, weil ich ja keine Uni hatte.
Aber das ist halt jetzt nochmal so ein Zusatz quasi.